Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 2, The Age of Kings. Ja, wir sind in Norditalien, haben das letzte Mal da... das ist ein frecher Angriff. Na gut, ich glaube, die schaffen das nicht, ne? Ja, etwas sagt mir. Unsere Jungs packen das nicht. Aber vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen aushelfen. Nein. Obwohl, vielleicht packen sie das doch. Das hingegen war schade. So, können wir... Es hat ja nicht mehr viel. Wir müssen das jetzt mal schnell holen. Und dann Botkin-Pfeil, genau. Und dann vielleicht noch ein paar tolle Sachen für Priester. Was ist das? Mönche können Mönche bekehren, feindliche Gebäude. Naja, eigentlich das ist effektiv noch cool und der Rest ist nicht mehr so wie... Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Jetzt haben sie dort unten angefangen, mich anzupöbeln. Werde ich jetzt da auf der ganzen Karte hin und her gejagt? Apropos, wo sind denn... Ich hatte noch zwei Reiter mal nach unten geschickt. Wo sind sie? Ja genau, wartet kurz, bis Nachschub kommt. Nicht, dass wir alle drauf gehen. Und dann demnächst ins nächste Zeitalter, würde ich sagen. Genau, das ist sehr bald weg. So, jetzt aber. Habe ich meinen 15er Trupp, das mag ich. Da unten gäbe es noch... Was denn? Ich gebe dir... Achso, ja, eigentlich nicht nötig. Okay. Tut mir leid. Die haben aber noch recht Power. Die haben noch sehr viel Power. Das gefällt mir gar nicht. Los, kämpft. So, darf ich bald mal ins nächste Zeitalter? Komm schon. Es wäre nicht verkehrt, wenn ich das dürfte. Ich könnte einfach mal zwei Priester mitnehmen, damit sie da sind. Und ihr könnt einfach mal da anfangen aufzuräumen. So, perfekt. Ah, der letzte muss noch kommen. Genau. Finde ich auch. Das ist angenehmer so. Da unten hat es noch was. Oh, cool. Okay. So, darf ich jetzt ins nächste Zeitalter? Nee. Ich darf schon. Ich muss nur das richtige Gebäude finden. Los. Und dann vielleicht, Fräulein, komm mal her. Bau mal mir einen Hafen. Ja, ihr habt es richtig gehört. Ich will einen Hafen haben. Etwas, was man selten von mir hört, ich weiß. Aber ab und zu passiert sowas. Denke ich nicht. Denke ich aber sowas von nicht. Ach du Fiesling. Ja gut, aber dann kannst du das machen. Genau. Ah ja, wo ist das? Ja genau, sie läuft. Gut. Er kommt hier. Er kommt hierher. Er geht da unten aufräumen. Wir haben sonst alles außer Imperialzeit. Gut. Wir könnten schon
der Lösung einfach damit. Feindliche Mönche beginnen. Yeah. Weiß nicht, das brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Das wäre eventuell noch lustig, aber ist jetzt auch nicht so relevant. Okay, Imperialzeit, willkommen. Jetzt haben wir auch wieder Holz. Das kann ich da ein bisschen auf die hohe Kante legen. Ha, das, was ich nicht sollte, ne? Okay, perfekt. Genau, komm mal zurück zum Dorf. Wo unser Bärchen. Hoffen wir, dass der Hafen nicht so schnell gefunden wird. Ja, aber eigentlich hält sich unser Freund hier auch gut. Also, dass er nutzlos in der Gegend rumläuft, ab und zu, also ein paar Truppen von ihm, hält er sich gar nicht mal so schlecht. Okay. Haben wir Arbeitslose? Nö, ja, sehr gut. Und der Hafen ist auch schon fast fertig, ist ja geil. Gut, ich würde sagen, so mal ganz frech 10 Kriegsgalären, naja, schon nicht fischen gehen, mal so ja. Im Eckchen verstecken, du kannst mal holzen gehen, Holzer. Genau, richtig, und wir sind in der Imperialzeit, perfekt, 3 Felder Wirtschaft, nicht genügend Holz, ups. Hat auch irgendein Volltrottel. Ne? Ist ja unglaublich. Einfach da irgendwelche Updates gemacht, die nicht nötig wären. Aber demnächst haben wir das Holz. Genau. Ah ja, apropos. Bogensäge ist ja was ganz Altes. Habe ich die Holzupdates nicht geholt. Ah, ja, ja, Lord, Lord, Lord. Wann lerne ich es endlich? Wir haben schon mal Flotte. Flotte ist schon mal sehr positiv. Ah, ach so, ihr seid da. Na gut, geht eigentlich auch. Ihr könnt grundsätzlich hier auch nicht genügend Holz. Das sag mal. Ja, lauft mal. Genau, so. Danke, und ja, das Update brauchen wir nicht, aber das da hätte ich gern. Wo ging denn sonst 100 Holz drauf? Ach, Bogensäge, gut. Große Frage ist, ob wir dann noch Belagerungsschiffe haben können. Falls ja, hat der Gegner sehr großes Problem. Was ist das? Gilden, sind die Handelsgebühr auf. Das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Zuerst mal, sonst haben wir alles, oder? Ja, vielleicht kommt noch was nach der Bogensäge. Genau, Chevalier. Ist auch ganz toll. Da hinten hat er auch noch so eine Stellung. Ich glaube, die mit der Burg stören wir zuerst. Also. Wie sieht es denn aus? Ja, wusste ich es doch. 200 Holz haben wir noch nicht, aber demnächst. Jetzt geht's los. Gut, 2-Mann-Säge. Geht das Ganze noch ein bisschen flinker. Auch die Angriffe sind irgendwie nicht mehr da. Interessant. Gut, sage ich nicht nein dazu. Dann, was gäbe es noch?
So, bei den Priestern. Was haben wir eigentlich so? Einheiten sind kernverfeindliche Mönche. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Oh, das ist. Aber teuer. Das ist auch gar nicht mal so übel. Also, Rudelbekehrung. Also das da wäre vielleicht noch. Je nachdem, wenn der Gegner Mönch einsetzt. Andererseits, er hat es bis jetzt nie wirklich effizient gemacht. Von dem her. Holen wir uns die Gilden. Ich würde sagen, Belagerungsingenieure sehr, sehr toll. Aber wir haben noch nicht Holz dafür. Und danach noch ein paar tolle Sachen hier. Ja, Holzer, Holzer. Holzer, Holzer, Holzer. Gut, aber ansonsten. Ja, der hat eigentlich relativ wenig. Der Carcano, so wirtschaftlich. Ja, wow. Ist echt ein Wunder, dass er sich so gut halten kann. Okay. Barbarossa führt nun eine gewaltige Seer an. Passt auf, dass du nicht versuchst, den Fluss zu überqueren. Was? Hä? Das irgendwie. Wieso sollte ich aufpassen, dass ich nicht versuche, den Fluss zu. Was? L? Oder war das ein Übersetzungsfehler und sie sollten aufpassen, dass wir nicht den Fluss überqueren? Das wird mehr Sinn machen. Okay, demnächst los. Batz, Bauingenieure, geil. Schmelzofen, ah, das ist ja nur Nahrung und Gold, das haben wir. Dann, was auch noch ganz wichtig ist, sobald die Galeeren fertig sind, können wir Kriegsgaleonen haben, die mit Kanonen drauf, die dann Gegner so kaputt machen und so. Okay, Galeonen können wir schon mal, das braucht einfach Holz. Ah, genau, Kriegsgaleone. Tolles Ding. Denke ich nicht. Galeonen sind, glaube ich, auch ganz wichtig jetzt gerade. Holz. Okay, Krieg, Leute, Krieg. Sind ein bisschen unterentwickelt noch. Ein bisschen. Ein bisschen ist eine Untertreibung wieder einmal. Galeonen. Boah, die haben ja aber ordentlich was am Schiffen da. Die Wache. Fisch. Uiuiui. Also. Da ist das Teil. Das sollte man wahrscheinlich nicht zerstören, wenn ich jetzt mal. Ja, holen wir wenigstens die Galeone dann. Haben wir wenigstens das Update geholt? Bitte? Los! Glaube ich. Fräulein? Ja, komm jetzt nicht so entrüstet. Jetzt müssen wir auf der Seite bauen, los. Wichtig, wir brauchen den Fluss.
Ah, genau. Das können wir auch noch holen. Dann sind wir eigentlich so weit gut unterwegs. Außer, dass wir noch ein bisschen Probleme auf Gewässer haben. Vielleicht kann jemand von euch einfach so, weil es lustig ist, deutlich näher was bauen. Aber andererseits, bis sie das abgeräumt haben, habe ich unter Umständen schon brauchen wir den Speer. Ja, eigentlich ist schon nicht schlecht, wenn wir dann irgendwann mal rübergehen. Aber ich habe das Gefühl, Milan hält sich so ein bisschen ruhig, solange wir... Aha, oder vielleicht... Ja, wahrscheinlich hat Milan einfach keine Schiffe, dann... Ja, man hat keinen Hafen oder so. Das heißt, zurzeit haben wir nur einen Gegner, wir brauchen nicht zu landen. Also wir sollten eh einfach die See kontrollieren. Obwohl... Vom Land aus wird es wahrscheinlich schwierig, die zu knacken. So ganz frech betrachtet könnten wir sogar... Nein, wir lassen es jemand anderes. Also wir lassen den anderen Hafen das entwickeln. Oh, ganz toll. Ganz toll. Es ist auch immer Momente, wo man dringend Holz braucht und ja. Aber andererseits ist es nicht so schlimm. Wir packen das schon. Wir sind in einer relativ guten Lage, also der Gegner kommt nicht wirklich an uns ran. Seine Landungsversuche wie immer jämmerlich. Seine Seebearbeitung nicht schlecht, obwohl ja eigentlich unser Verbündeter hier immer noch feststeht. Von dem her, ja, spricht auch nicht unbedingt für unseren Freund hier. Weißt du was, Fräulein, bau gerade noch ein... so jetzt. Dann können wir eventuell mehr und schnellerer Schiffe raushauen. Das wäre bestimmt nicht schlecht. Ah ja, aber die Italiener wissen sich zu wehren. Noch am Fluss. Stopp. Ah, nein, lass den Spaßvogel. Es stockt wieder einmal, ist ja schön. Ist ja gigantisch gut. So. Ist gut, können wir weiterspielen, ohne dass es... Ah, toll, eine Galeone. Wie cool ist das denn? Wo ist eigentlich... Ah, Fräulein. Das ich soll, das war... Gehst du wieder Holz hacken? Holzer! Richtig. Und alle raus. War ja klar. Da noch jung sein. Sagt mal. Okay, ich mache jetzt mal kurz einen Cut. Damit uns das nicht stört, da mit den Rucklern. So, wir sind wieder da. Und es scheint besser zu laufen. Gut. Könnt ihr bitte da... Ach so, jetzt läuft das gut. Ist ja gigantisch. Sonst noch irgendjemand, der mich fragen? So, blöden Franken mit den Axtwerfern.
Muss ich schon wieder. Aber die Schiffchen gehen schneller jetzt. Das ist gut. Und wir haben die Kriegsgaleone. Das ist auch ganz toll. Ah, das. Nö. Haben wir nicht. Okay, interessant. Na gut. Zwei, sechs, schön. Wunderbar. Wunderbar. Ja, Leute, ich merke gerade, die Folge ist schon wieder vorbei. Ja, es war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir haben jetzt wirklich fertig aufgebaut, fertig geupdatet. Wir haben einen Trupp, der unser Hinterland verteidigen kann. Wir bauen langsam eine Flotte, die auch mithalten sollte oder mithalten können sollte. Wir dürfen dann auch Belagerungsgaleonen haben. Also demnächst Wache am Fluss wird Leiche am Fluss. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.